Tom. Na, Ju, da! Bleib dran! Ich glaub dir nicht, ich hätte Angst vor euch. Das wäre ein Ding. Schneller, meine Mama hat gesagt, dass ihr euch das antut. Und wenn ihr auch nur ein Haar meines Bruders krümmt, dann sie euch jagen und zum Frühstück fressen. Na komm. Capito. Jetzt kommt noch mehr dazu. Ja. Das ist wirklich Quatsch. Das werdet ihr nie überleben. In einer Stunde bin ich zu Hause. Also verschwendet ihr eigentlich nur eure und meine Bringen Zeit. Wir das zu das Ende. Ist langweilig. Habt ihr nichts zu tun, während ich auf euren Tod warte? Okay, ich muss meine Taktik jetzt umändern. Ich muss hier drauf gehen, weil dann ich muss die Jungs jetzt hier schneller wegbrezeln, sonst gibt das hier nichts mehr. Sonst brauche ich wahrscheinlich auch noch zu lange für das für die anderen Kinder. Tragisch, wie man ein solches Geschöpf mit ein paar Schwerthieben zurichten kann. Mehr Männer habt ihr nicht, um mich festzuhalten? Nein. So, jetzt der noch und dann der andere verpisst sich gerade sowieso schon. Keine zarten Blumen. Und der auch. Wir mögen hübsch aussehen, aber das... Grazie, grazie, Messere. Aber mein Bruder, Sie halten Ottaviano am Leuchtturm gefangen. Jo, lauf du einfach mal los. Ist ja nicht so, als würden dich die Leute noch retten hier. Ludovico Orsi töten. Na gerne. Umweg. Mitten rein wäre eine sehr, sehr dumme Idee, denn das würde mir absolut nichts bringen. Das würde mich nur unnötig aufhalten. Man muss jetzt auch mal praktisch denken und nicht nur im Bereich auf... Hey, töten, 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 töten. Okay, das ist jetzt schwierig. Okay, ist der da oben drauf oder was? Selbst wenn es mir noch wurscht. Willst du deinen Sohn wieder gehen sehen, Katharina? Gib uns, was wir wollen, oder ich stoße ihn über die Kante. Mama, hilf mir! Ich will hier nicht mehr sein! Aus dem Weg! Ich bin hier! Schnapp mich, Bastard! Ach komm, lass mich in Ruhe, Jungs. Katharina, zeig dich! Den Apfel und die Karte oder dein Kind ist ein Trüffel. Ich sehe ihn nicht mehr. Warum die Depuze? Was versteckt da? Ah ja, hier bin ich. Was war das denn? Ach Gott, Ezio! Mach doch keinen Scheiß, Mann! Ein weiterer Jünger von Darth. Junge! Verdammt nochmal in Ruhe, ey. Du benimmst dich wie ein Kleinkind. Hast du keinen Hunger? So, jetzt möchte ich gerade nämlich gerne mal was ausprobieren. So. Das reicht mir völlig jetzt. Basta, basta! Ich bekomme Kopfschmerzen! So. Jetzt spring gefälligst richtig, danke sehr. Die letzte Chance, Katharina. Den Apfel sofort, oder ich breche dem Jungen die Beine. Du machst mit dem gar nichts. Ich töte dich höchstens, mehr aber auch nicht. Kindern zu vergreifen, ich glaub's ja wohl. Geht's aber los hier. Das kann's ja wohl nicht sein. Da! Ruhe. Nämlich nichts gesehen. So. Hier muss ich jetzt gleich aber vorsichtig agieren. So, und zwar genau jetzt. Tja. Damit hätte er rechnen müssen. Dreht mir den Rücken zu. Das war der Fehler. Katharina war dumm, dich zu schicken. Oder bist du der Narr, weil du für etwas Kleingeld stirbst? Tja. War es das wert? Vermutlich mehr als nicht. Du denkst. Der Maestro bekommt, was er will. Dank mir. Dann stirb halt voller Stolz. Das bedeutet nichts. Richtig. Requiescat in pace.
Es war mir eine Ehre. Der Pate. Okay, das war schlecht. Aber gut, soweit so gut. Wir haben eigentlich alle gerettet jetzt. Wir haben die Burg, die Festung jetzt an sich ja wieder freigeräumt von Gegnern. Und wir machen jetzt natürlich auch weiter mit der reparierten Erinnerung. Das finde ich sehr, sehr cool, dass sowas eingebaut wurde. Wenn das jetzt generell zum Spiel gehört, natürlich geil. Wenn nicht, auch geil. Ja, das finde ich echt eine gute Idee, dass man sowas mal macht. Ist nicht ganz praktisch. Sowas zu machen, das macht Spaß, weil man einfach wirklich mal, ja, in diesem Sinne ja auch andere Missionen hat. So, und weiter geht's. So, und dann geht's jetzt ab. Zwar umgehend. Da rechts. Ja, jetzt sind hier auch wenigstens wieder die richtigen Leute unterwegs. So, und da ist auch schon der Punkt, wo wir hinwollen. So, was gibt's denn jetzt noch zu tun hier? Das frage ich mich ja. Ach, da sind die beiden ja. Sehr schön. Was tut ihr denn hier draußen? Es tut mir leid, Ezio. So leid. Was ist passiert? Es war ein Trick, um unsere Verteidigung zu schwächen. Als ihr gegangen seid, griffen sie erneut an. Checo Orsi. Er hat den Apfel. Was? Nein! Wo ist er? Wir haben ihn gejagt. Aber der Bastard ist in die Berge entkommen. Ich gehe. Das gibt's doch nicht. Kann man aber auch gar nichts anvertrauen. Checo Matt. Checo Orsi finden und eliminieren, um den Apfel zu erhalten. Ja, aber auf jeden Fall. Ey. Keine gut, wer weiß, mit was für einer Kraft die angegriffen haben. Aber trotzdem. Das kann's ja wohl nicht sein. Dummes. Ruhe jetzt. Da bin ich auf den Nerven. Ja. Komm, du wirst jetzt erstmal fertig gemacht, Dicker. Ja. Ach komm, wenn er unbedingt dran will, soll er doch. Ist mir auch egal. Ich krieg ja schon alle durch hier. So. Moin, Jungs. Ich habe ihn. Aber wisst ihr was? Das ist mir vollkommen egal, was ihr gerade von mir wollt. Ich suche nur den Typen hier. Ups, das waren Zivilisten. Das ist dumm gewesen. So. Jetzt hole ich mich dir. Jagen und töten, aber gerne. Mit dem Pferd geht das noch viel einfacher. Ah, verdammt. So viel zum Pferd. Ich krieg den. Ich krieg den. Ah, geh. Geh da raus. Böses Skype. Nein, aus. Ach, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Böser Anruf. Ja, Entschuldigung, ich will ja näher ran, aber es stört mich gerade alles hier auf dem Bildschirm. Mensch. Ah, hopp. Den Typen kriegen. Dieser Anruf soll verschwinden. Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme nicht. Träum weiter, Armler. Da ist er. So. Was kommt jetzt mir jetzt? Oh, wurscht hier. Hopp. Jetzt muss ich schnell machen. Laju, da ist er. Dort ist er. Packt ihn. Ich will den Typen noch wegmachen jetzt. Hopp. So, jetzt reicht's mir aber. Jetzt reicht's mir, ja? Jetzt reicht's mir. Jetzt hat er verschissen. Jetzt ist er stehen geblieben. Und genau das war der Fehler. Stehen bleiben ist bei mir immer eine ganz dumme Idee. Ja? Wenn wir zusammenhalten, haben wir ihn. Irgendwas stimmt nicht. Ah, hier.
Klar stimmt hier was nicht. Ich bin ja auch genau bei euch am Kämpfen, ihr Pfosten. Wenn ich bei euch am Kämpfen bin, ja? Dann sollte man sich nicht mit mir anlegen, verdammt. Nicht, wenn ich sauer bin, ja? Geh mir aus dem Weg. Jetzt will ich anders angreifen, ja. So, Moment, Moment. Ach, jetzt. Hau doch ab, du Scheißanruf. Das regt mich auf. Ich will doch nur den Typen hier töten. So, so viel dazu. Ja, den hat's auch erwischt. Hast du deine Beute wieder? War es das wert? So viel Blut vergießen? Eine Beute von solchem Wert wird dir sicher nicht lange gehören. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh. Welch üble Dinge werden aus Gier geboren. Requiescat in pace. Scheiße. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Hat wir ihn nicht vorhin schon gesehen? Wartet. Nicht. Wer seid ihr? Halt. Öffnet das nicht. Wer ist das? Das gibt's doch nicht. Aber wir sehen uns mal. Ah, wir sehen uns jetzt gleich mal wieder schnell. Jetzt gleich sehen wir uns wieder. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt können wir uns weiter das Ganze anschauen, das ganze Spektakel hier. Besonders, was jetzt mit uns ist. Mit Ezio. Ezio, Gott sei Dank seid ihr wieder bei uns. Geht es euch gut? Was ist denn passiert? Wir waren etwas länger weg. Ich weiß nicht. Eine meiner Wachen hat euch in den Bergen gefunden. Gleich neben Kekko Orsis Leiche. Sie. Ich erinnere mich. Wartet. Da war ein dritter Mann. Er nahm den Apfel. Wer? Er trug eine schwarze Kutte, wie ein Mönch. Und ich glaube, ihm fehlte ein Finger. Sie. Katharina, ich muss weiter. Sofort. Natürlich. Dann werdet ihr das hier auch brauchen. Die Karte, von der Machiavelli sprach. Die eures Mannes? Ex-Mann, mein Lieber. Er schwor, dass er den Standort aller Kodexseiten gefunden hatte. Ihr werdet den Apfel finden. Aber die Gruft ohne die Karte? Niemals. Hört zu. Da ist ein Kloster im Sumpfland ganz in der Nähe, wo ich schon Mönche in schwarzen Kutten sah. Beginnt dort. Nun geht. Und findet den verdammten Mönch. Ich glaube, ich werde euch vermissen, Katharina. Oh ja, das werdet ihr. Na, wer weiß. Okay. Es gibt ganz viele neue Sachen wieder hier zu tun. Mit dem werden wir uns allerdings dann beim nächsten Mal befassen. Das hat uns jetzt doch ganz schnell erwischt hier. Aber eine sehr geile Missionsreihe hier. Besonders auch, dass wir jetzt einen Bart haben. Das finde ich noch besser. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier in Forli wieder, wenn es mit der Erinnerung weitergeht mit Katharina Sforza. Bis dann. Ciao.